Muss ich jetzt eigentlich hier links lang oder sollte ich zuerst nach rechts? Ne, ich glaube, hier drüben war ja nur noch. Ach so. Da geht's eh nicht lang. Okay. Quelle aufgefüllt. Heißt, ich muss die bestimmt jetzt benutzen. Okay. Kriegst auf jeden Fall angezeigt, wo du weiter kannst und wo nicht. Was war das hier? Achso, einseitige Blockade. Aber ich glaube, wir dürfen hier nicht lang, weil Demo. Oder es gibt noch irgendwas, was man so tun muss. Damit man dort das öffnet, öffnen kann. Oh, das ist gefährlich. Du musst ja mit dem linken Stick zielen, wohin Sargon schießen soll. Denn wenn er schießt, fängt er halt an zu laufen. Und ich ziele dann immer noch und dann laufe ich immer in den Abgrund. Das ist gefährlich. Ich habe eine neue Hose. Ein sterblicher Skin der Deluxe Edition. Okay. Er kriegt mit der Deluxe Edition. Hä? Ich dachte, ich habe diese weiß-blaue Hose bekommen, aber ich habe hier das. Also, das, was dort angezeigt wird, eine blau-weiße Hose, ist nicht unbedingt das, was ihr bekommt. Ihr bekommt irgendeinen anderen Skin. Okay. Aber wenn ich da drüben ja jetzt nicht weiterkomme, hier können wir lang. Mich würde schon interessieren, was das da oben an ihrem Kopf ist. Aber ich kann nicht so weit schießen. Ist mein Problem. Was ist das? Eine Herausforderung? Ein Wettbewerb? Also, okay. Ich dachte, ich kann da drauf. Oh, hier sind wieder diese Blätter. Das heißt, hier ist doch wieder so ein Baum in der Nähe. Zuflucht. Aber wir können anscheinend auch in die Oberstadt fahren. Das machen wir auch gleich mal. Die Zuflucht heißt, hier kann mir ja nichts passieren, oder? Oh! Ich bin in der Schmiede. Ein Sterblicher. Er sucht etwas, das sich außer Reichweite befindet. Außer Kontrolle. Die sieht schön aus. Also das Charakterbild. Ich wiederhole mich, aber die Zeichnungen. Richtig schön. Ich frage mich, wem du dienst. Du hast von mir gehört?
Ich werfe einen Blick auf die Welt der Menschen, wenn ich es will. Ich bin Sargon. Ich diene Persien als einer der Unsterblichen. Unsterbliche, sagst du? Interessant. So, Unsterblicher. Du stehst vor einer wahren Unsterblichen. Kaheva, Göttin und Schmiedin der Götter. Ich habe ihre größten Waffen geschmiedet. Hast du auch für Sterbliche geschmiedet? Ich diente Sterblichen von Zeit zu Zeit. König Darius' Schwert war eines meiner besten Werke. Wenige andere Sterbliche sind würdig. Ich wusste nicht, dass auf dem Berg Kaf Götter und Göttinnen unter Menschen waren. So war es. Der Fluch veränderte alles. Einige Götter sind in andere Fäden des Schicksals verschwunden. Aber ich verbleibe. Ich gehöre zu den Glücklichen. Oder meine Schmiede hat mich vor den Launen der Zeit beschützt. So oder so. Nichts fühlt sich mehr wie früher an. Würdest du wieder für einen Sterblichen schmieden? Für ein paar Zeitkristalle könnten wir uns einig werden. Wisse, dass selbst im verzerrten Griff der Zeit ein sterbliches Leben unbedeutend ist. Die hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen am Kopf. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Ja. Hier, wir können neue Sachen kaufen. Oder Sachen verbessern lassen. Dafür braucht man aber so ein... Baum? Sieht eher aus wie ein Wecker. Keine Ahnung, was das ist. Wir könnten... Wir können doch schon 15 Pfeile tragen. Ist Menolias Köcher wieder was anderes? Erhöhe den Schaden durch Pfeile. Das ist zu teuer. Sammle Zeitkristalle aus der Distanz. Ach komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Das ist ja nur die Demo. Achso, das ist ein Amulett jetzt, was ich ausrüsten muss. Aha. Wenn du Zeitkristalle findest, schmiede ich für dich, Sterblicher. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Was führt dich her, Reisender? Meine Kameraden und ich verfolgen eine Verräterin. Dann sind du und die anderen ebenfalls gefangen. Der Berg Kaf hatte schon viele Besucher. Viele davon hat der Fluch der Zeit ereilt. Sieh dich vor, Krieger. Tod und Verderben lauern in der Zitadelle. Der Tod ist mir nicht fremd. Selbst die entschlossensten Krieger mussten sich wappnen. Nimm dies. Seine besonderen Eigenschaften werden dir helfen. Bedenke aber, dass sie kostbar sind. Und du kannst sie nur an einem Wak-Wak-Baum wechseln. Das wird sehr hilfreich sein. Erhöhe deine maximale Gesundheit ein wenig. Das ist ja voll mein Amulett. Die zusätzliche Gesundheit kann nur bei Wak-Wak-Bäumen regeneriert werden. Wusste denn... Ach so. Also, ich könnte mir jetzt meine Gesundheit erhöhen, kann aber nur die Basisgesundheit durch Tränke auffüllen und die zusätzliche Gesundheit nur an den Bäumen. Okay. Die hat hier noch ein Ausrufezeichen. Willkommen. Bei ihr können wir die Anzahl... der zeitgleich tragbaren Amulette erhöhen. Das ist... Stimmt. Da oben, wir haben null Währung davon, aber die werden wir halt brauchen für bestimmte Sachen, gehe ich von aus. Gift. Gott, es gibt auch noch...
Giftschaden und ich mag solche Statuseffekte nicht. Okay. Okay, hier ist so ein Baum, das ist gut. Das ist neu. Ah, ich gab schon drei. Zeitgleich tragen. Geht's weiter. Ich will noch hier oben gucken. Da oben ist so ein... seht ihr das? Da oben der Barn. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Kann ich den abschießen? Wie kann ich den Angriff abbrechen? Gar nicht. Oder den... Ah, okay, also hier brauche ich noch irgendwas, um da hochzukommen. Ich denke mal, hier werden dann auch noch Zelte und sowas stehen. Vielleicht sieht mit den Teppichen dann aus wie so ein Marktstand oder so. Ich denke mal, also entweder man spielt es dann im Spiel frei oder das ist jetzt nur nicht da, weil Demo. Ich kann ja auch verstehen, wenn die Entwickler sagen, wir verraten jetzt noch nicht alles. Gehen wir jetzt hier weiter oder fahren wir in die Oberstadt? Und der zusätzliche Gesundheitsbalken ist, hat eine andere Farbe. Das heißt, man kann das auch noch gut unterscheiden. Spezialfähigkeit genutzt, die ich habe. Okay. Und dann ist hier so ein Heilkreis. Das ist gar nicht verkehrt. Gerade wenn du vielleicht viele Gegner auf einmal hast. Falschen Moment pariert. Jetzt. Okay, fast runtergefallen. Oh. Gott. Also fliegende Gegner und ich definitiv keine Freunde. Waren es noch nie und werden es auch nie. Oh, warum springst du in die... Ja, ich gehe mich jetzt heilen unten. Ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter. Ich müsste über die Dornen kommen. So, aber ich kann hier noch runter. Oh! Da ist ja einer. Hier, das ist wieder wahrscheinlich Demo. Demo-Weitergehverbot. Gut. Was ist das hier für eine Klappe?
darf nicht vergessen, ich wollte auch noch in die Oberstadt. Nicht gut, diese. Wie komme ich nach oben? Ich habe eine Prophezeiung geöffnet. Ein Reich aus zerbrochenen Erinnerungen. Kann ich das... Bringt mir das jetzt gerade was? Richtiger Dungeon hier unten. Wo sind wir denn jetzt? Schön hier. Hier ist rotes Laub. Ah, wir sind draußen. Ja, aber das ist zu blöd. Ich wollte doch in die Oberstadt. Was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal zurück? Was ist das hier für ein Respawn-Punkt? Ich wollte doch noch in die Oberstadt. Nein! Oh. Och, Manno. Naja. Dann ist das jetzt so. Die sehen ja cool aus. Aber die sind ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Ich wollte blocken eigentlich. Toll, sei hier keine Heilung mehr. Ich wollte so gerne in die Oberstadt. So gern wollte ich das. Aber das heißt, das könnt ihr euch dann angucken. In der Vollversion.